Gemustert wurde ich ja schon in Aschendorfer Moor und da haben wir Wehrausschließungsschein bekommen. Also wehrunwürdig. Zuchthäusler und politische, die waren ja alle wehrunwürdig. Und '41, '42 wurden wir nochmal gemustert und da hängt es ja auch zusammen mit den ungeheuren Verlusten an der Ostfront. Die brauchten ja jetzt Menschenmaterial. Und da ist dann eben so ein Führer, Erlass oder was das war, nicht, wurden die eingezogen in Kollege, der da auch in dem Betrieb arbeitete. Ja, wie man macht so eine richtige Bergtour. Der hat Steigeisen gebaut, der war im Werkzeugbau, konnte alles so machen. Ich habe ein Seil besorgt und da haben wir diese Tour gemacht. Das war auch ein großes Erlebnis für viele hatten dann immer auch gesagt, ah, wie macht es, wenn der Krieg zu Ende ist? Ich sage, was man hat, hat man. Ich wäre nie wieder dazu gekommen, auf dem Großglockner so eine Bergtour zu machen. Ich will nicht weiter da über die Bergtour reden, aber die Einberufung. Hatten Sie da jetzt noch Fragen dazu? Na, wie ging die Einberufung vonstatten? Ja, wir mussten uns melden. Ich glaube, das war hier in Kreuzberg irgendwo. Und da wurde ich und ein anderer zurückgestellt. Und haben da den Auftrag bekommen, morgen oder übermorgen sollten wir mit der Bahn nach Heuberg kommen. Die anderen, wir waren eben zwei Überfällige, Überzählige, nicht die da den Tag weg haben. Und da habe ich dann auch dessen Frau kennengelernt, das war Otto Linke, der war früher auch in der SAP und da hatte ich nun schnell Kontakt gehabt zu einem. Wir sind ja da dann nach dem Heuberg gefahren, das ist unten in Württemberg, wo dort Ausbildungslager ist, hat man Kontakt gehabt. Und da vielleicht so was, was so. Da wo ich das nie vergessen kann, in der Mannschaftsbaracke war auch einer, Bibelforscher. Der lehnte ja ab, die Waffe zu übernehmen. Heute Abend sitzt man mit ihm noch zusammen. Nachts wird er zum Tode verurteilt. Einen anderen Tag muss die Kompanie antreten. Und da mussten wir zusehen, wie der am Marterpfahl ermordet wurde. So geht's euch auch, sagte unser Kompaniechef oder Kompanieführer. Wenn ihr nicht das macht, was angeordnet wird. Ja, so, das war so gleich der erste Eindruck.